Wir beginnen. Wir haben 4 Vorträge heute. Leider ist der Hans-Jürgen Wulff erkrankt. Für alle, die das noch nicht wissen, also der letzte Vortrag fällt damit aus, leider. Wir sind auch darüber traurig, aber wir haben dadurch etwas ein bisschen Luft, dass wir die eine oder andere Diskussionsfrage trotz langem Vortrag dann vielleicht einbauen können. Und wir starten mit Günther Akte, der seinen Vortrag zu Konrad Petzold jetzt hält. Und ich bitte Sie danach gerne mit in die Diskussion einzusteigen. Wir haben ein Saalmikrofon. Es wäre schön, wenn Sie wirklich das Mikrofon nutzen, damit uns die online Zuschauenden, Zuhörenden dann auch verstehen können. Bitte begrüßen Sie mit mir Günther Akte auf der Bühne. Freundliche Begrüßung und für die Einladung zu dieser Tagung, deren Titel Jean-Labor, Versuchslabor Jean-Kino auf Petzold passt wie angemessen. Petzold 1930 bis 1999 sucht schon in seinen frühen Filmen nach einem ihm gemäßen Genre. Dabei wagt er Experimente, riskiert Irrtümer und Umwege, aber er verwirft auch und findet neue Mittel. Er laviert als Indiz für Suche wie für Unsicherheit. Zugleich schafft sich Petzold in seinen frühen Filmen das inszenatorische Rüstzeug für spätere Arbeiten. Ich betrachte 3 Filme Petzolds, insbesondere seine Kinderkrimis, die man als Subgenre des Krimis bezeichnen könnte. Petzolds Kinderkrimis sind wie richtige Krimis gebaut, nur dass Kinder die Akteure bilden. Erwachsene sind nur Außenseiter. Ich nehme die Filme Moorhund, Die Jagd nach dem Stiefel und Das Lied vom Trompeter. Auch in den Kinderkrimis geht es um Existenzfragen, um Leben und Tod. Im großen Vorbild dieses Subgenres, Emil und die Detektive, nach Kästners erfolgreichem Roman von 1929, geht es nur um eine Geldbörse. Aber für die Akteure, für die Kinder, war das auch ein Kampf um Leben und Tod, Existenz oder Chaos. Allemal bildete eine Krise den Ausgangspunkt, den Start der Handlung. Petzold kannte gewiss dieses Urmodell und er kannte gewiss auch die beiden Verfilmungen, die eine von Gerhard Lambrecht von 1931 und die von Stemmle aus dem Jahre 1954. Das Personal bleibt reduziert und wird zugleich polarisiert. Jäger und Gejagte. Dafür werden die Jäger durchweg als Identifikationsfiguren angeboten. Hauptfrage bleibt stets, welches Potenzial haben die Jäger, denn sie sind ja die Akteure. In dieser Aufteilung liegt ein moralisches Rigorosum. Die Aufteilung zwischen Guten und Bösen ist gesetzt, ist unabänderlich. Im Falle der 3 Filme von Petzold kommt als Einschränkung dazu ein grobes DDR-Klassenverständnis, das sich aus schematisch-soziologischen Sichten der Entstehungsjahre herleiten lässt. Dieses Muster räumt auch einer Entwicklung einer der beiden Seiten keinen Raum ein, engt die dramaturgische Ökonomie ein und gestattet viele Zufälle. Ein wesentliches Mittel Petzolds und der anderen Filme dieser Art ist die Architektur von Spannung im Verhältnis von Ursache und Wirkung. Welche Bauteile hat Spannung? Die zu beantwortenden Fragen lauten etwa: Was passiert wann und wo und warum? Spannung entsteht, weil der Zuschauer oder Leser Antworten auf die Fragen haben will. Das erinnert so von fernher an die berühmten Stanislavski-Fragen, die in den 50er Jahren in den darstellenden Künsten der DDR noch ziemlich virulent waren. Die Konzentration auf eine lineare, logische Krimi-Handlung bietet auch die Möglichkeit der Disziplinierung durch Konzentration auf die Lösung des Falls, auf Aufklärung. Die Fabel wird rigoros auf die einzelnen Schritte der Lösung zurechtgeschnitten und retardierende Momente müssen alle der Aufklärung untergeordnet werden. In der Literatur hat sich dafür der Begriff Suspense durchgesetzt. Er benennt dabei den gesamten Spannungsbogen von Anfang der Handlung bis zur Lösung des Falles. Ausgangspunkt ist immer ein existenzieller Konflikt oder eine Straftat. Und Krise ist immer. Die besten Handreichungen zur Erläuterung von Spannung im Krimi bietet allemal noch das berühmte Buch von Truffaut, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, von 1966. Auch wenn Hitchcock ziemlich ausführlich seine dramaturgischen und inszenatorischen Kniffe verrät.
Man kann davon ausgehen, dass Petzold einige Filme von Hitchcock kannte, auch wenn sie in diesen Jahren in den DDR-Kinos nicht gezeigt wurden. Die in den drei Filmen, in meinen drei Filmen zu beobachtenden Charakteristika bilden wesentliche Bauteile, die Petzold später vor allem in seinen Indianerfilmen und dort noch weiter qualifiziert einsetzen wird. Sein Debüt gab Petzold mit Die Fahrt nach Bamsdorf 1956. Eine freundliche kleine Kinder, ein Kinderfeuilleton, kann man sagen. Das Studio wünschte eine Fortsetzung, Abenteuer in Bamsdorf. Beide Filme sind als Stationen, Geschichten, als Roadmovies im kindlichen Gewand mit kindlichem Personal strukturiert. Man kann sie auch als Fingerübungen Petzolds ansehen. Sie waren beide sehr erfolgreich. Der Moorhund von 1960, da setzt Petzold auf das bewährte Krimi-Modell. Ein Protagonist geht einer Aufgabe nach, er sucht und handelt und gelangt schließlich an sein Ziel und hat seine Aufgabe gelöst. Hier sind es zwei Jungs aus einem Dorf in der Nähe der damals noch offenen Grenze zur Bundesrepublik. Petzold verknüpft eine lokale Legende um einen Moorhund mit einem Grenzgänger-Agentenhund als Zentrum einer ansonsten mysteriös bleibenden Agentengeschichte. Die Realität des Westens, eine offene Grenze, als Feindesland kommt nicht vor. Vor allem aber die bedrohlichen Absichten des Agenten werden nicht so weit klar, dass man sie als Fabelmotor ausmachen kann. So wird zwar Spannung pur gesetzt, aber Begründungen und Absichten bleiben nebulös und reduzieren die Qualität der Erzählung, die holzschnittartig und klischeehaft wirkt. In der 18. Minute wird die Spionagegeschichte sichtbar eröffnet. Man zeigt einen Hund mit einem präparierten Halsband. Und schon in der 37. Minute ist der persönliche Spion bekannt. Die durch die Kleiderordnung der Grenztruppen vorgegebenen Uniformen der Grenzsoldaten verhindern jede Individualisierung. Andererseits sieht man ein relativ lockeres Grenzreglement. Grenzer marschieren nur mit einem Kompass quer durchs Gelände. Das ist insofern aufschlussreich, als Petzold ein mehrwichtiges Praktikum bei der Truppe absolvierte und um Authentizität bemüht war. Und ein General der Grenztruppen würdigte den Film als Beitrag, um, Zitat, unserer Bevölkerung der schweren und verantwortungsvollen Arbeit der deutschen Grenzpolizei noch mehr Verständnis entgegenzubringen. Das Spielen mit den Grenzreglements bekommt natürlich von heute aus eine etwas beklemmende Sicht. Hier deutet sich eine befremdliche Entwicklung Petzolds an, eine Neigung zu Staatstreue und Autoritätsgläubigkeit bei der Gestaltung seiner Stoffe. Diese Arbeitshaltung erreicht Jahre später einen problematischen Höhepunkt in seinem Film Für Mord keinen Beweis von 78. Dieser Kriminalfilm, angesiedelt im DDR Berlin, erzählt in einem psychologischen Kammerspiel von einem NSKZ-Verbrecher, der jahrzehntelang unerkannt in der DDR lebt und ein Verbrechen begeht, um nicht entdeckt zu werden. Der Stoff ist brisant, weil in der DDR die Meinung vertreten war, dass es im Lande keine NS-Verbrecher gäbe und faschistische Ideologie ausgerottet wäre. Der Film Für Mord keinen Beweis widersprach dem. Eine ähnliche Konstellation hatte Joachim Kunert in Das zweite Gleis von 1962 gestaltet. In der Krimi-Handlung bleibt der Täter bis zum Schluss unbekannt. Ein beteiligter Privatmann, der Ehemann der Verschwundenen, sucht seinerseits nach Spuren. Petzold beschneidet gerade diese Suche, sie erscheint nachrangig, nebensächlich, untergeordnet. Es gibt auch keine Verfolgungsjagden. Ausführlich wird dagegen die mühselige Arbeit der aufklärenden Kriminalisten gezeigt. Petzold setzt erklärermaßen auf die Psychogramme der Kriminalisten. Zitat: Mich interessierte nicht die Psychologie des Mörders, sondern ich wollte das Verhalten sozialistischer Persönlichkeit zeigen, die im Dienste des Ministeriums des Inneren stehen. Zitat Ende. Auch hier der Verweis auf die Fachberatung, die ja auch eine Art Rückversicherung bedeutete. Oft genug wurde aus dieser Fachberatung jedoch politische Gängelei und oder Zensur. In seinen Indianerfilmen in den Jahren dazwischen beruft er sich nicht auf solche ministerielle Autoritäten, sondern nimmt die wissenschaftliche Expertise von Ethnologen in Anspruch. Mit dieser Art Fachberatung mussten bekanntlich alle Autoren und Regisseure der DV umgehen. Petzolds markige Äußerung zu Mord ist für Mord kein Beweis, schlägt hohe Wellen.
Die DDR-Filmkritik verreißt den Film einhellig, vermisst das Psychogramm des Täters und findet die Charakterzeichnung der Kriminalisten, die Petzold als sein Hauptanliegen ansah, als völlig unzureichend und misslungen. Hauptdarsteller Winfried Glatzeder distanziert sich von der Produktion. Intern und im Film und Verband und im Studio wird die Kritik erweitert und gefragt, wie kann man das Genre des Kriminalfilms mit Antifaschismus zusammenbringen, so dass es den Zuschauer erreicht. Interessant ist, dass in diesen Diskussionen immer wieder Erich Engels Affäre Blum berufen wird. Zurück zu Mohand. Alle Figuren sind schmal geführt, ohne biografischen und familiären Hintergrund. Das psychologische Arsenal ist auf eine dramaturgische Funktion der Figuren konzentriert. Der Kommandeur des Grenzpostens, Günther Simon, hat keinerlei Eigenleben, wenn man davon absieht, dass er mal seinem Sohn eine Angel schenkt. Der Grenzsoldat Dieter Perlwitz schiebt meist nur Wache und streift durchs Gelände, mehr nicht. Allerdings, die Grenzer gelten und agieren in der Story als Autoritäten. Ist die Agentengeschichte dramaturgisch sehr bröckelig, so wirkt die Jungensgeschichte logisch und stimmig, wenn man nur bei den Jungens bleibt. Sie wollen dem Geheimnis des Mohrhundes auf die Spur kommen? Nehme ich die Jungs-Szenen pur, so sind sie glaubwürdig und in der Fabelführung überzeugend. Auch die Jagd- und Verfolgungsszenen wirken plausibel und klar inszeniert. Petzold verknüpft jedoch beide Stränge, sodass die Story insgesamt beschädigt wird. Die Grobheit des Grenzerstrangs entwertet die Lebendigkeit der Jungsgeschichte. Es bleibt merkwürdig, dass Petzold diese Disproportion nicht bemerkt hat und schon gar nicht beseitigt hat. Ich vermute, dass dies mit seiner relativen Unsicherheit in der Genrebestimmung zusammenhängt. Ganz abgesehen mal davon, von dem Anteil des stoffführenden Dramaturgen. Das Subgenre des Kinderkrimis wird mit diesem Film zwar fortgeführt, aber nicht weiterentwickelt. Die Technik der Kontrastmontage zweier verschiedener nebeneinanderlaufender Handlungsstränge qualifiziert Petzold in Die Jagd nach dem Stiefel, 1962 nach einer Erzählung von Max Zimmering. In der Zulassung der HV-Film wird der Film als, ich zitiere, politischer Kriminalfilm für Kinder und Jugendliche, Zitat Ende, bezeichnet. Das ist eine Genre-Erfindung der HV-Film, nicht unoriginell. Er gestaltet zwei rivalisierende Kindergruppen, die proletarischen Rotschlipse und die kleinbürgerlichen Spürhunde, die auf engem Raum in einem proletarischen Viertel in Berlin Ende 1932 herauskommen wollen, wer den sympathischen, hilfsbereiten jungen Komponisten, gespielt von Stefan Lisewski, erschlagen hat. Die sehr einfallsreiche Jagd der Rotschlipse nach dem Täter und die rivalisierenden Abwehrreaktionen der Spürhunde bestimmen den Fortgang der Handlung, die nicht frei von dramaturgischen, ungeschickten Zufällen bleibt. Beide Kindergruppen sind sehr differenziert gestaltet. Die Kinder agieren quasi wie Erwachsene. Ihre Aktionen und Motive sind individuell durchgeformt und, wenn man so sagen kann, von kindlicher Plausibilität. Offen bleiben muss die Frage, woher die Kinder ihren kriminalistischen Spürsinn nehmen, welchen Motiven oder Mustern sie folgen. Petzold gelingt durch sorgfältige, sehr persönliche Besetzung, auch durch Kostüm und Maske und durch außerordentliche Agilität seiner Kinderdarsteller, unterstützt vom lebhaften Gebrauch des Berliner Dialekts, beeindruckende Szenen, vor allem gedreht in kurzen, halbnahen Einstellungen. Mit dieser Art der Inszenierung kann Petzold Tempo und Rhythmus des Films bestimmen. Der Mord als Silhouette gestaltet, geschieht erst in der 13. Minute von insgesamt 85 Minuten Gesamtlänge. Das ist keine verspätete Exposition, sondern Petzold braucht einen relativ langen Vorlauf vor Beginn der Krimi-Story, um die sozialen Differenzierungen für jede Figur und für jedes Kind nachvollziehbar zu zeichnen. Petzold folgt dem Autor Zimmering in der schematisch klischeehaften Zeichnung der Eltern, vor allem der Erwachsenen, die allesamt Nazis sind. Sie agieren allesamt verschlagen, brutal und dümmlich. Zimmering und dann auch Petzold ordnen ihr Personal nach den soziologischen Schemata, die seinerzeit die DDR-offizielle historische Sicht auf das Ende der Weimarer Republik prägte und schablonenhaft wirkte. Der Gegensatz zwischen den Kinder- und den Erwachsenenszenen, also die Konfrontationsmontage, macht den Schematismus auf der einen Seite besonders auffällig.
Petzold nimmt einzelne Fabelveränderungen der Zimmering-Erzählung vor, die den Bedingungen des Mediums Film geschuldet sind und die Glaubwürdigkeit der Fabellogik stützen. Zimmering schrieb seine Erzählung als direkte Anrede an jugendliche Leser. Ihnen wollte er erzählen, zu ihnen wollte er sprechen. Diese subjektive Optik ist im Film getilgt. Der Film gestaltet die Geschichte als objektivierte Handlung. Die wesentlichste Änderung ist jedoch die Umwandlung der Figur des Schneiders, der zum unfreiwilligen Helfer der Kinder wird, zu einem jüdischen Schuster, in dessen Werkstatt die Kinder das entscheidende Indiz entdecken, das den Mörder überführt. Das Jüdische dieser Figur, von der Maske des Darstellers Jerry Wolff unterstützt, spielt jedoch für die Handlung keine Rolle. Einige antisemitische Bemerkungen der erwachsenen Nazis werden als Rüpeleien kenntlich. Zahlreiche Szenen in Zimmerings Erzählung spielen in der Schule, im Klassenzimmer. Folglich nehmen die Beschreibung des Bildungsmilieus und die kritische Charakterisierung der obrigkeitshörigen Lehrer großen Raum ein. Peter Zani als Autor und Petzold als Regisseur haben diese Komponente vollkommen getilgt und dafür die Möglichkeit gewonnen, den kriminalistischen Teil zu verdichten. Der Dramaturg des Films, Dieter Scharfenberg, hat in einem ausführlichen Text gegenüber der Direktion, gegenüber Albert Wilkening, nachdrücklich versichert, dass diese Änderung im Wesentlichen im Einvernehmen mit Zimmering passierte. Im Finale des Films verschmilzt Petzold die Parallelmontage bzw. erhebt sie auf zugunsten des erzählerischen Schlusses dieses Krimis. Allerdings bedeutet die Überführung des Täters just am Tage von Hitlers Machtergreifung einen schwarzen Tag für die Proletarier. Der historischen Niederlage entgeht der Film nur durch eine finale Apotheose mit großem Pathos, das die Musik mit erheblichen Assoziationen an Hanns Eisler übersteigert. So etwa wie das Finale des zweiten Teils von Metzigs Thälmann-Film. Bei seinem Film Das Lied vom Trompeter, mein dritter Film, 1964 nach einem Roman von Otto Gottsche, geht Petzold einen anderen Weg. Er verzichtet explizit auf einen Kriminalfall, adaptiert aber Komponenten des Genres. Der Film gestaltet das kurze Leben des historischen Hallenser Arbeiterjungen Fritz Weinig, der im Wahlkampf 1925 bei einer Saalschlacht zwischen KPD-Mitgliedern und der Polizei erschossen wird. Wegen seines hervorragenden Trompetenspiels wird er der kleine Trompeter genannt und ist so auch in die Mythenbildung der KPD und später der SED eingegangen. Die Biografie Weinigs bietet keinerlei dramatisch zu gestaltenden Konflikte. Ergo folgt Petzold ziemlich linear diesen Lebensstationen. Dramatik erzählt die Geschichte und der Film nur durch äußere Effekte. Durch die Auseinandersetzungen zwischen Proletariern und der Polizei, also Prügeleien, Demonstrationen, Saalschlachten, auch ein Überfall auf ein Waffenlager, an denen Weinig beteiligt ist. Viele Szenen dieser Vorgänge inszeniert Petzold wie in einem Kriminalfilm. Verfolgungsjagden über Dächer, Anschleichen, konspirative Situationen. Damit kann er durchaus Spannung erzeugen. Geschickt baut ja auch einen Wahlkampfauftritt Ernst Thälmanns ein. Das letzte Mal trat Günther Siemann in dieser Rolle in diesem Film auf. Mit deutlicher Assoziation dieser Szene zu Metzigs Thälmann-Film. Da Petzold sich völlig auf seinen Protagonisten Horst Jonischkan und dessen konfliktfreie Aneinandersetzung von Einzelheiten konzentriert, braucht er auch keine Kontrast- oder Parallelhandlung aufzubauen und kann folglich auf jede Parallelmontage verzichten. Zugleich ist sein gestalterischer Spielraum eng, denn er muss sich an die von außen gesetzten politischen Parameter von Figur, Milieu und Ideologie halten und verwendet zudem die sehr robuste Parteiensprache dieser Jahre. Der Film endet mit einer großen Trauerdemonstration bei der Beerdigung der Todesopfer, unter ihnen Fritz Weinigs Apotheose, mit einer pathetischen Auskunft: Wir gehen auf deinem Weg. Damit ist auch natürlich die DDR-Gegenwart der damaligen Zeit gemeint. Und ordnet diesen Schluss wie ein Requiem, sodass dieser Film insgesamt auch als Requiem gelten kann. Das ist für die politischen Umstände der Entstehungszeit interessant. Der Film wird hochgelobt, vielfach ausgezeichnet, unentwegt gespielt. Er ist aber in der Zuschauerneigung ein Flop. Für Petzold stellt dieser Film eine ästhetische Sackgasse dar.
Er begreift die Art dieser Sackgasse, verlässt sie und wird sich nie wieder in eine solche schwierige, ästhetisch wie gestalterisch sozusagen ausweglose Situation begeben. Seine folgenden späteren Indianerfilme zeigen trotz aller Irritationen genau dieses Dilemma und die Lösung, die Petzold aus diesem Dilemma findet. Ich zeige Ihnen den Schluss von Die Jagd auf dem Stiefel, nach dem Stiefel, 10 Minuten, wo Sie diese Art der Zusammenführung der beiden Stränge zu einem persönlichen, harmonischen, trotzdem ambivalenten Schluss ganz schön sehen können und gleichzeitig dann auch das allmähliche Übergleiten zur Apotheose. Vielen Dank. Film ab. Da sind sie. Hier fehlt ein Nagel und hier fehlt ein Nagel. Und das Eisen sitzt schief. Das Eisen sitzt schief. Vati, das Eisen sitzt schief. Schlamperei. Pfuscharbeit. Sowas. Ich hol ihn. Ein für alle Mal. Wir werden nirgendwo hingehen. Der Stiefel muss zu den Genossen. Bist du bei Trost? Ich habe keine Genossen. Aber ich habe welche. Versteh mich doch. Wir dürfen uns da nicht einmischen. Die Faschisten sind stark. Wir sind stärker. Wir. Uns kleine Juden hat man immer unterdrückt. Wir sind ganz allein. Und draußen lauert die SA. Dann bleib ich gehe allein. Nein, nicht allein. Dann gehe ich lieber mit. Ja, halt, jetzt mal. Erst den Mantel. Ja, ja. Was willst du? Ich spüre, haben die Rotschips überfallen. Alle sind gefangen, außer dir. Jack und Paula lassen sich nicht fangen. Der Inspektor hat sich Verstärkung geholt. Bei der Hitlerjugend. Jetzt hat er die Kamera und ich soll die Polizei holen. Dann geh doch. Fanny. Warum bist du denn hierher gekommen, mein Junge? Hier ist doch nicht das Polizeirevier. Weil Jack nicht in Zwangserziehung kommen soll. Und weil sein Vater ein prima Kerl ist. Und überhaupt. Ich möchte lieber ein Rotschlipp sein. Die Spürhunde sind eine gemeine Bande. Bleibt dein Vater, Inspektor. Frag mal lieber, wo Lämmchen bleibt. Geh mal gucken. Hörst du mich?
Na, ihr doch nicht. Guck mal in die Telefonzelle. Los. Ja, geh mir von der Felle sonst. Stiefel. Sohle. Der Kennwort. Der wisse Kennwort. Fanny hat's mir gesagt. Du lügst. Nein, ich bin übergelaufen. Lämpchen schwindet nicht. Los, bin schnell, ehe sie zurückkommen. Die werden ja nicht hinter mich kicken, wenn sie zurückkommen. Und wir sind alle weg. Wir reißen nicht aus. Die werden mich verkloppen. Wir sind ja auch noch da. Mach schon. Nimm Jacks Taschenmesser. Nur Hosentasche. Ich habe die Kamera, Herr Polizeirat. Oder vielmehr, mein Sohn hat sie. Geh ich mal vor, ich komme gleich nach. Wie bitte? Ja, sicherstellen. Na, natürlich. Na, natürlich, mein Junge, gibt's ja nicht mehr aus der Hand, Herr Polizeirat. Von Büttner stammt? Vater hat keine Stiefel. Ja, das sagst du. Und wenn du den Stiefel bringst, der zu dem Abdruck passt? Ja, wenn ihr ihn hättet. Das wäre ein Beweis. Hier ist er! Bitte, Herr Kommissar. Überzeugen Sie sich. Hier. Der Stiefel? Ihr habt ihn? Er war doch in der Werkstatt. Fuck. Sozusagen deckungsgleich. Das hast du nicht rauskriegen können? Die waren aber zu schlau. Misch mal bitte nicht auf! 4 Wochen Stuma erst ab sofort! Dann schick ihn nach Hause! Du und die ganze Bande! Los, runter vom Hof! Komm, Junge, du auch, mach eine Biene. Der gehört zu uns. Wirklich? Von heute ab bist du Rotzlitz. Los! Aufs Revier! Alle! Aber sofort! Aber nicht ohne den Mörder! Würden Sie mir freundlicherweise sagen, wen Sie für den Mörder halten? Na, Herr Kriminalim, den, dem der Stiefel gehört. Und wem gehört dieser Stiefel? Dem da! Der Kommissar! Holen Sie ihn hin! Aufs Klo. Ist das Ihr Stiefel? Na klar! Wie kommen Sie hin? Da ist es! Die hat Schiemann umgebracht! Der Mörder. Ach so. Jetzt verstehe ich. Aufgelauert habt ihr mir hier. Ihr Schweine hier! Wir kennen die Situation. Quatsch dich wieder um, du! Hör zu, du tanzt auf 2 Hochzeiten. Dem Sturmführer sagst, ich ziehe die Sache klar und dann willst du mich auf die kalte Tour kassieren, du! Mann, was reden Sie denn da? Mit mir kannst du sowas nicht machen. Mit dir werde ich noch fertig, du. Halt! Sind Sie wahnsinnig? Hände hoch! Alle! Loslassen, ihr Schweine! Sturmführer! Bullerich! Festhalten! Halten Sie ihn! Krieger! Verhaften Sie diesen Mann wegen Mord! Was denn, Mord? Helft mir doch! Los, davon! Wenn ihr mich im Dreck sitzen lasst! Dann pack ich aus! Das hast du vorhin schon, mein Junge. Nerv mal, Altmüller. Unsere Stunde kommt. Die Stunde ist kurz, Sturmführer. Die eckigen Köpfe. Als jemand umgebracht wurde. Wir haben es doch genau gesehen. 2 Schatten waren es mit großen eckigen Köpfen. Jetzt weiß ich, was das war. Die Mützen, die SA-Mützen. 2 Schatten hast du gesagt? 2?
Aufhalten, schnell! Halt! Sie kommen mit aufs Revier. Er will Ihnen zur Flucht verhelfen. Keine Angst, die kommen nicht weit. Halt! Sofort lassen Sie die Männer los! Das ist ein unbefugter Eingriff in eine polizeiliche Handhandlung! Lassen Sie den Mann los! Und ich lasse Sie verhaften wegen versuchter Körperverletzung! Dass Sie mit den Mördern gemeinsame Sache machen, das steht morgen in der Zeitung. Darauf können Sie sich verlassen. Waren Sie denn von allen Juden hier erst dann verlassen? Sie, der Tanzi? Ich glaube, in Ihrem Sinne zu handeln, Herr Polizeirat. In meinem Sinne? Ja, Sie haben doch selbst gesagt, ich... Haben Sie Zeugen? Nein, wieso? Herr Kommissar! Ja. Herr Kommissar, die SA marschiert. Hitler ist Reichskanzler. Ach. Ich werde Ihre aufrechte Haltung in meinem Bericht erwähnen. Vergessen Sie nicht, dass ich es war, der Ihnen die Marschrichtung gewiesen hat. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Herr Polizeirat. Ich bin gespannt, wie sich der Staatsanwalt mit diesem Müller aus der Affäre ziehen wird. Und was wird mit Büttner? Tja, den werden wir entlassen müssen. Vorläufig. Vater! Nicht doch die Leute. Also, Ihr junger Herr Büttner, der redendste Sherlock Holmes. Von meinem dachte ich, er ist ein roter Falke. Dabei ist er ein roter Schlips. Rotschlips, Vater. Hauptsache rot. Hauptsache rot. Auch wenn's schwer wird. Fragen und Antworten. Ist dann etwas vorschnell wahrscheinlich gedacht, dass Günther Akte alle kennen und hat sie gar nicht vorgestellt. Macht nichts. Wie gestern bei Ralf Schenk das Gleiche. Tut mir sehr leid. Am Morgen, wie ich sagte, für mich ist um 10 früh. Günther Akte ist Filmwissenschaftler, Autor und Herausgeber vieler historischer Publikationen. Er ist Mitbegründer und langjähriges Mitglied in Cinegraf Babelsberg und Redakteur im Filmblatt. Außerdem hat er vor allem, viele kennen ihn wahrscheinlich dadurch, als langjähriger Kurator der Reihe Wiederentdeckt, hier auch im Zeughauskino gearbeitet. Und er hatte letztes Jahr, war er Stipendiat am Deutschen Historischen Institut in Moskau 2020 und 21 Stipendiat der Kulturstiftung Schloss Wiebersdorf. So viel dazu für alle, die Herr Akte nicht so gut kennen. Wir wollen über Konrad Petzold und die Filme diskutieren im Zusammenhang mit Genrefilmen und vor allem mit Kinderkrimi. Gibt es Fragen? Offensichtlich sind heute auch alle noch etwas gestern. Ich würde gerne zum Genre, weil gestern haben wir über den Begriff Genre im Großen gar nicht so geredet.
Also was Genre bedeutet im Film und auch in den verschiedenen Gattungen vielleicht. Das ist ein sehr weites Feld. Aber ich habe gestern in den Zwischenpausen, also in den Pausen zwischen den Vorträgen, sehr, sehr oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, gilt das überhaupt als Genre? Was sind Genres im Film? Ist dann all das, was wir hier betrachten, wirklich ein einzelnes Genre? Weil wenn man nach Hollywood guckt, dann gibt es auch Melodram als ein Genre. Das findet hier nicht statt. Es gibt 100.000 Genres und jetzt habe ich eben gerade das erste Mal diesen Begriff von Ihnen als der Kinderkrimi als Subgenre gehört, was ich schön fand in diesem Zusammenhang. Und jetzt geht die erste Frage an Sie, die ich hätte, wäre, wie Sie mit dem Begriff Genre umgehen, was das Kinderhafte betrifft. Und das Zweite, was ich sagen wollte, als Sie gesagt haben vorhin, dass sich Politik und, also ich sag mal fast sehr, sehr offensichtlich in diese Kinderfilme mischen, also eine Haltung, eine politische Haltung, wie das miteinander zusammengeht, Krimi und Politik. Und dass mir eben nochmal aufgefallen ist, dass ich als Kind, als ich Die Jagd nach dem Stiefel gesehen habe, sehr, sehr doll auf Seiten natürlich der Rotschlipse war, weil Kinder, wie ich finde, ja eine absolute, viel, viel mehr vielleicht noch Identifikationssucht fast nach dem Guten haben. Man möchte zu dem Guten gehören, zu den Guten. Und sie sind eindeutig so als die Guten dargestellt und mit der Musik untermalt. Mich hat es sehr, sehr glücklich gemacht als Kind. Und ich wollte unbedingt bei den Rotschlipsen sein. Und so ging es allen anderen in meiner Klasse wahrscheinlich auch. Und deswegen würde ich gern darauf nochmal, dass das vielleicht für Kinder ja wirklich eigentlich eine gute Verbindung war, wäre meine These, uns alle dort auf den rechten Weg zu bringen. Herr Akte. Naja, der Begriff Genre ist ja von außen an die Filmleute herangetragen worden. Das ist nie, es war ja keine Erfindung der Regisseure oder Autoren, sondern das ist ja durch die Kritik und durch die ästhetische Wissenschaft ins Studio und in die künstlerischen Prozesse reingetragen worden. Petzold hat sich darum nicht sehr gekümmert. Er hat dann nur später, als er seine Indianerfilme machte, die ja sehr große Erfolge wurden, im Unterschied zu den Filmen, die ich hier erwähnt habe. Er hat dann, und da hat die Kritik in der DDR immer von Indianerfilmen gesprochen und gesagt, das wäre das neue, das Genre des Indianerfilms. Petzold hat sich davon distanziert, das ist die einzige Äußerung von ihm in diesen Zusammenhängen, und hat gesagt, er hielt mehr davon, einen historischen Abenteuerfilm zu schreiben und zu machen. Und das galt für seine Indianerfilme. Das ist nachweisbar. Die Indianerfilme beruhen alle auf historischen Vorgängen in den USA, Nordamerika, Auseinandersetzung zwischen Weißen und Schwarzen und Indianern. Da spielen auch kapitalistische Strategien eine Rolle. Das kann man alle, die beruhen alle auf historischen Tatsachen. Sie haben dafür auch Fachleute engagiert und aus historischen Stoffen Filme entwickelt. Also diese Indianerfilme, die Bezeichnung Indianerfilm ist von außen auf diese Filme aufgetragen worden. Petzold, wie gesagt, hat sich davon immer distanziert und hat von historischen Abenteuerfilmen gesprochen. Das trifft es auch zu. Er hat nun nicht gesagt, das wäre ein neues Genre. Er hat den Ausdruck Genre gemieden. Er wollte nur eben aus diesem Topf, ich mache Indianerfilme, wollte er raus und das ein bisschen weiter öffnen in seiner Ästhetik. Und deswegen kam er auf diesen Begriff historische Abenteuerfilme. Er hat auch noch andere Filme außerhalb des Indianermilieus gedreht, zum Beispiel Reichrott, eine spannende Grenzgängergeschichte in den 20er Jahren, überhaupt gar nichts mit Indianerfilmen zu tun, aber passt auch in dieses Muster historische Abenteuerfilme. So, ich habe es versucht, an diesen drei Filmen deutlich zu machen, wie er sucht nach Möglichkeiten, sozusagen eine optimale Gestaltung im Film zu erreichen, und dort, wo es ihm gelingt und wo es ihm nicht gelingt. Es gelingt ihm durchweg an allen Kinderszenen, das ist verblüffend. Da hat er von früh an eine große Begabung, Kinderdarsteller zu finden und die Kinderdarsteller wirklich so überzeugend, lebhaft, lebendig und sympathisch zu führen. Das ist eine große Begabung, das muss man mal sagen. So oft ist die nicht in der DEFA
gewesen. Und er hat diese Begabung im Grunde genommen sein ganzes Leben lang bewahrt und weiterentwickelt und hat darauf auch gesetzt. Man kann alle seine Filme unter diesem Aspekt ansehen, wird man immer wieder finden, das ist ein Qualitätsmerkmal sondergleichen, wie er mit den Kindern umgeht. Tadellos. Wenn er dann eine Geschichte findet, die nicht so gut zu der Lockerheit der Kinderszenen passt, merkt man das sofort. Am Stiefel ist das sehr, sehr gut zu sehen. Die Kinderszenen gelingen wunderbar. Und die Erwachsenen, sozusagen die zweite Ebene, der Kontrast zu den Kinderszenen, fällt dann ab. Da ist er abhängig vom Buch. An allen seinen Büchern ist viel gearbeitet worden mit den verschiedensten Autoren. Er hat auch nicht immer Glück gehabt mit seinen Autoren. Er hat häufig Autoren gefunden, die, sagen wir mal, von mittlerer dramaturgischer und dramaturgischer Qualität waren. Peter Zani ist so ein Fall. Peter Zani war ein redlicher Autor, bieder, brav, ohne große Höhepunkte, aber auch ohne große Tiefpunkte. Solides Handwerk hat er geliefert und das hat Petzold sozusagen mit bedienen müssen. Peter Zani hat an den Kinderszenen überhaupt gar keinen Anteil. Das ist die Leistung von Petzold, das muss man schon mal so sagen. Also insofern ist das eine sehr ambivalente Sache von Genres im Werk von Petzold zu sprechen. Deswegen finde ich diese Überschrift Versuchslabor so treffend. Die Frage ist, ob Petzold sich dieser Ambivalenzen bewusst war. Er war kein ästhetischer, kein wissenschaftlicher Kopf. Er war ein Pragmatiker allererster Güte. Die Frage ist, ob er sich dessen bewusst war. Ich denke ja. Er hat darüber theoretisch nicht reflektiert. Er hat da sich auch nicht geäußert in der Presse, bis auf diese eine Ausnahme. Er hat, aber denke ich schon, so redlich war er und so ein aufrechter, guter Handwerker ist er doch gewesen, als dass er nicht diese Unsicherheit gespürt hat. Aber, das war gestern schon davon die Rede, er war eben abhängig von den Büchern, die er bekam. Er hat einmal versucht, einen Stoff von Null an zu entwickeln, selbst zu entwickeln, ohne Hilfe von außen, von Autoren. Hat damit ein furchtbares Trauma erlebt und hat nie wieder einen Stoff von Null an entwickelt, selbst entwickelt. Sondern hat immer vorgegebene Stoffe oder Szenarien oder Ideen sozusagen gemeinsam dann mit den nicht immer sehr guten Autoren weiterentwickelt. Das ist sozusagen seine Solidität, seine Konsequenz auch und, wenn man so will, auch seine Grenze. Und natürlich ist in dieser Art Grenze auch ein Schuss Tragik dabei. Wenn ich mal, ich will nur einen Satz sagen, weil gestern viel davon die Rede war. Ich will es heute mal sagen. Petzold hat an der Prager Hochschule Pharma studiert. Zeitgleich mit Frank Bayer und zeitgleich mit Ralf Kirsten. Die drei haben 4 Jahre lang in Prag studiert. Die gleichen Fächer. Sie haben die gleichen Filme gesehen. Auch die Pharma hat, so wie das Gig in Moskau und dann später die Babelsberger Filmhochschule auch, viele ausländische Filme den Studenten gezeigt, damit die gucken konnten und gucken lernen konnten auch. Die drei haben sozusagen die gleiche Batterie an künstlerischen, ästhetischen, wissenschaftlichen, methodischen Erfahrungen gemacht. Und nun schauen Sie sich die Entwicklung dieser drei in den folgenden 20 Jahren an. Was ist aus Frank Bayer geworden? Was hat Frank Bayer für Filme gemacht? Was hat Kirsten für Filme gemacht? Und was hat Petzold für Filme gemacht? Wie kann man diese große Verschiedenartigkeit erklären. Man kann sie nur erklären durch Begabung. Frank Bayer war eben, wenn Sie so wollen, ich sage es jetzt mal ein bisschen sehr rabiat, war die größere Begabung. Petzold war nicht eine so große Begabung. Und Kirsten war nur wieder eine ganz andere Art von Begabung. Aber mit Begabung hat das natürlich allemal zu tun. Das sollte man meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Linda? Ja. Wir haben eine Frage aus der Online-Community. Okay. Und zwar stellt einer unserer User die Frage zu dem Filmausschnitt, den Sie gezeigt haben. Der Schauspieler, der den Polizeirat darstellt, ist das derselbe wie der Mädchenmörder in M, eine Stadt sucht einen Mörder? Nein. Nein, nein, nein.
Stadt sucht einen Mörder ist ein bisschen früher entstanden als Jagd nach dem Stiefel. Also das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Wohingleich man natürlich, ich bin der Überzeugung, Petzold kennt natürlich M. Oder kannte natürlich M. Und hat natürlich auch, sagen wir mal, bestimmte Bauteile, die bei M die Geschichte vorantreiben, natürlich auch sich angesehen. Und zwar nicht nur als dramaturgische Faktoren, als Dialoge oder so, sondern eben auch in der szenischen Auflösung. Natürlich. Aber da gibt es keinen direkten Zusammenhang, meine ich. Das ist ja doch so, gerade bei diesen drei Leuten in der FAMU, dieses Ansehen von Filmen, von des europäischen Kinos, sage ich jetzt mal so, französisches, polnisches und Kino dieser Jahre. Das Ansehen von Filmen bringt doch bei den Leuten, die diese Filme ansehen, einen Fundus an Eindrücken, an Emotionen, einen Fundus von Erfahrungen ein, der nicht mathematisch zu erklären ist, der sozusagen eingeht in das Temperament, in den Charakter, in die künstlerischen Haltungen und Auffassungen dieser Leute. Und das ist ein großer Schatz, denke ich mal. Und natürlich haben sich bestimmte Filmbilder aus diesen angesehenen Filmen dann im Gedächtnis und im Herzen dieser Leute festgesetzt. Und wenn sie dann später Filme gemacht haben, hat dann sozusagen eine Art Wetterleuchten stattgefunden von diesen frühen Filmeindrücken auf ihre eigenen filmischen Lösungen, auf optische Lösungen und sowas. Ich bin überzeugt davon, dass bei Petzold ist ein Meister der halbnahen Einstellung. Auch bei den Kinderszenen, Sie haben da hier ein paar Beispiele gesehen, wie er mit den Kinderszenen, mit den Kindern in halbnahen Einstellungen umgeht, das ist erstaunlich. Das ist eine Setzung, eine Erfahrung, ein filmisches Bild, das sich durch sein gesamtes Schaffen durchzieht. Man kann das bis zu seinem letzten Film, einem etwas schwierigen Märchenfilm, Falada, kann man das verfolgen, wie diese Art halbnahe Einstellung bei Kinderszenen, ich sage es mal jetzt so ein bisschen rabiat, diese halbnahe Einstellung bei Kinderszenen für ihn ein ganz festes Instrument ist. Es ist auch ein sicheres Instrument, da kann nichts schief gehen. Ja. Na? Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese Nähe und Sympathie für halbnahe Einstellungen, dass die Grundlage für diese Haltung gelegt wurde während dieser vier Jahre an der FAMU in Prag. Interessant. Gestern kam die Frage auch auf, also ich habe viel nachgedacht, auch am Abend noch darüber und geredet. Ist es so, und es passt so ein bisschen in das, was Sie jetzt beschrieben haben, auch über die drei Regisseure vielleicht, dass die Genrefilme, und wenn es Leuten mit einigen Einschätzungen zum Genre vielleicht unwohl ist, das Genrefilme zu nennen, vielleicht sind Genrefilme Publikumsfilme und die Filme machen, sind gute Handwerker, so wie Herr Petzold, und vielleicht ist das Gegenteil davon der Autorenfilmer. Frage an Sie. Ja, kann sein. Das kann schon so gut sein. Also ich denke mal... Entweder gibt es hier Antworten oder Fragen dazu. Ich sehe ganz hinten, ich weiß nicht wen, kann ich nicht sehen. Ah ja, Andi Reder, glaube ich. Und hier vorne Herr Thiel. Erst Herr Reder und dann Herr Thiel, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die haben mich jetzt sozusagen ermutigt, nochmal aufzustehen und so ein paar Kommentare dazu abzugeben, weil ich glaube nicht, dass man die Unterscheidung zwischen Unterhaltungsfilm und ernsten Film oder Handwerk und Kunst oder Autorenfilm heute noch machen kann, wenn man über Genre spricht. Also ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass der Genrebegriff ja nicht nur aus den Autorinnen und Autoren herauskommt, also aus den Regisseuren oder sozusagen den Drehbuchautoren, die diese Filme konzipieren, sondern der Autorenbegriff ist ein Verständigungsbegriff zwischen diesen Filmschaffenden, zwischen dem Publikum, zwischen den Leuten, die sich mit Filmmarketing oder der Filmpresse beschäftigen, mit der Wissenschaft, mit der Publizistik, also allen diesen Akteuren, die über diese Filme dann sprechen. Und am Ende ist es hoffentlich oder ist es meistens eine Art von Verständigung, dass man halt irgendwann zu bestimmten Definitionen kommt und dann am Ende halt feststellt, okay, das könnte eventuell ein Indianerfilm sein oder meinetwegen auch ein Kinderkriminalfilm, wobei dieser Begriff natürlich auch schwierig ist, weil ich weiß nicht, inwiefern Kinder beispielsweise diesen Genrebegriff dann auch genutzt haben, beziehungsweise sich was darunter vorstellen konnten. Also ich finde halt, man sollte schon versuchen, wenn man über Genre bei der DEFA spricht, wegzukommen irgendwann mal von dieser Vorstellung, dass
alles ausgeht von den Künstlern, den Filmkünstlern, dem Genie eventuell, und dass man mehr hingeht zu dem Diskurs darüber, was letztendlich die Filme bedeuten für verschiedene Akteure innerhalb des Filmschaffens und auch letztendlich in dem, was dann im Publikum passiert. Vielen Dank für diesen Beitrag, aber das unterstreicht eigentlich trotzdem, dass es ja eine große Frage zu diesem Genrebegriff gestern gab von vielen Leuten und dass man sich darüber offensichtlich verständigen kann und sollte. Vielen Dank, ja. Herr Thiel, wir wollen gern, dass die Online-Community mithören kann. Spezielle Frage. Und du wirst dir denken können, dass es natürlich auch um Filmmusik geht. Hast du bei deinen Recherchen über Petzold auch Äußerungen gefunden, was die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Komponisten angeht? Er hat ja mit sehr verschiedenen Leuten gearbeitet. Und da du ja den Begriff jetzt auch des Kinderkrimis gewählt hast als Subgenre und die Bamsdorfer beiden Filme ja auch Kinderfilme sind, gibt es ja da schon Beispiel sehr große Unterschiede. Also der Friedel Hettenhausen hat ja wirklich kindertümliche Musik geschrieben. Das ging ja bis dahin, wohin soll die Reise gehen, ist ja bis in die Schulbücher gelangt. Währenddessen Günter Haug ja beim Moorhund einfach so darauf ausgegangen ist, als ob es ein ganz normaler Krimi wäre. Also in keiner Weise hat er sozusagen versucht, kinderbezügliches in der Musik da herzustellen. Gab es also bei deinen Recherchen Äußerungen, wo sich Petzold über die Zusammenarbeit mit Komponisten geäußert hat über musikdramaturgische Konzepte und so weiter? Also eine extra gesonderte Auskunft von Petzold, welche Musik oder welche Komponisten er favorisiert, habe ich nicht gefunden. Er war, was diese Dinge angeht, glaube ich, wie auf anderen Gebieten, im Pragmatiker. Ich habe nicht nachgesehen in den Nachlässen der Komponisten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Ich habe die Musik erstmal so stehen lassen. Es gibt eine Ausnahme, die man nochmal genau untersuchen müsste, für die ich aber hier keine Möglichkeit hatte. Das waren die Musik und die Geräusche in das Kleid. Dieser Ausnahmefilm, den wir hier überhaupt gar nicht erwähnt haben, der aber in meinem Text in dem Buch ziemlich ausführlich dargestellt wird. Da gibt es eine Ausnahme in der Behandlung der Musik und der Geräusche. Aber ansonsten in seinen anderen Filmen war Petzold, soweit ich das sehen kann und wie ich das beurteilen würde, halt Pragmatiker. Man sollte auch immer mitdenken, was die drei Filme angeht, sie waren junge Leute, Haug ja auch. Das waren ja junge Leute, die Kino machen wollten. Und wie gesagt, also das ist eben von einem großen Pragmatismus bestimmt, nach meinem Eindruck. Die Kehrseite der Medaille ist, um das auch nochmal zu sagen, ausgehend von den beiden Barmstorff-Filmen, und das geht dann auch bis zum Moorhund, hat der Film von der Seite aus, oder haben die Filme dieser Art von der Seite aus, heftige Kritik gekriegt, öffentliche Kritik. Da mischt sich jetzt die Politik mit ein, muss ich mal so dazu sagen. Es gibt Untersuchungen, inwieweit die DEFA hier bestimmte Ambitionen verfolgt hat, einen Kinderfilm zu installieren, mehr oder weniger erfolgreich, mit mehr oder weniger erfahrenem und routiniertem und geschultem Personal. Das sei mal dahingestellt. Aber es gab von Seiten der Kritik und insbesondere in der deutschen Filmkunst, die damals das einzige, nicht das maßgebliche, aber das einzige Organ war, wo darüber diskutiert wurde, außer den Tageszeitungen Junge Welt und Neues Deutschland, um die mal herauszuheben, wo diesen Filmen und auch den Bamster-Filmen von Petzold vorgeworfen wurde, die Storys wären austauschbar, sie wären allgemein, sie wären neutral, sie würden die konkreten klassenkämpferischen Auseinandersetzungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und dem Kapitalismus außer Acht lassen und würden aus diesem Grunde den pädagogischen Effekt, den Kino haben muss, ich sage das jetzt mal, das war so, den pädagogischen Effekt nicht erreichen. Und das gipfelte in der Forderung, dass solche Filme dann nicht mehr gemacht werden dürften. Das war, wenn Sie so wollen, eine Forderung von Seiten der Politik, auf die hatte das Studio zu reagieren. Das Studio hat dann in unterschiedlicher Weise darauf reagiert, Petzold auch. Und ich denke mal, dass
seine Neigung zum Krimi und seine Neigung zum Kinderkrimi, die Vokabel ist von mir, die kann man sofort streichen. Ich wollte nur die Spezifika von Petzolds Anfang auch als Übergang zu anderen Genres charakterisieren. Also es war eine Forderung, eine politische Forderung von der Seite, auf die man reagieren musste. Und Petzold hat eben darauf reagiert, indem er sich da entfernte von diesen harmlosen, feuilletonartigen Filmen. Der Moorhund ist schon ein Beispiel, wie eine politische Verstärkung der Story erfolgt. Schon die Wahl des Milieus, Grenzregiment ziemlich ausführlich. Und dann später eben auch noch. Das hat auch mit einer Genre-Diskussion gar nichts zu tun, sondern das hat nach meiner Auffassung zu tun mit der persönlichen Entwicklung des Mannes Petzold, seiner gestalterischen Fähigkeiten, seiner Erfahrungen auch im Umgang mit Kino, der Resonanz durch die Zuschauer und der Resonanz durch die Kritik. Also so scharf ist Petzold und die anderen beiden auch, sind nie wieder so kritisiert worden wie bei dieser Auseinandersetzung um diese ersten frühen Filme, die man, wenn man so will, sogar als Debütfilme eigentlich noch ansehen kann. Aber sie ist so. Vielen Dank. Ich würde kurz die Stelle, wo ich nochmal auf das Buch hinweise, Publikumspiraten, was ja rechtzeitig zur Tagung erschienen ist. Günter Akter hat dort auch über die Filme von Konrad Petzold geschrieben und unter anderem eben ausführlich über das Kleid. Das wir es hier nochmal sagen, kann man draußen käuflich erwerben. Alle Autoren müssten es mit ihrem Beutel, mit ihrer Tasche hier bekommen haben. Es gibt eine Frage noch online, die wir noch aufnehmen wollen und dann weiter zum nächsten Vortrag gehen, bitte. Genau, als letzte Frage zu diesem Vortrag wurde gestellt, wenn Sie über die Ausbildung des Regisseurs sprechen, welche Ausbildung durchliefen die Dramaturgen, etwa Dieter Scharfenberg, oder waren die auch auf einer Filmschule in den 1950er Jahren? Ersten Dramaturgen der DEFA, gleich nach 1945, kann man in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe waren erfahrene Dramaturgen, die noch aus der Zeit von 1945 im Kino beschäftigt waren. Solange sie keine prononcierten Nazis waren, wurden die von der DEFA dann sozusagen weiterentwickelt. Die brachten ein großes Reservoir an dramaturgischen Erfahrungen aus der UFA-Zeit in die DEFA rein. Das kann man an den Filmen auch ganz schön ablesen. Und die andere Gruppe, würde ich so sagen, waren junge, zum Teil begabte, engagierte Enthusiasten, enthusiastische Laien, die im Kino und für das Kino arbeiten wollten und sozusagen über einen ganz praktischen Weg in die Kinoarbeit reinwuchsen. Über Assistenzen und nochmal Assistenzen und Beihilfe bei bestimmten dramaturgischen Lösungen. Muss zum Beispiel das Kohlhauser, der noch kein Dramaturg wurde, aber der zunächst, der kam von der Journalistik, dieser wunderbaren Zeitschrift Start, war er junger Reporter, aufmüpfig und frech. Und die Zeitung, die Start, lohnt sich das mal an, es gibt die kompletten Jahrgänge im Archiv, lohnt sich schon mal da reinzugucken. Wo er Reportagen über dieses kaputte Berlin geschrieben hat, insbesondere über junge Leute in diesem kaputten Berlin, Studenten und Arbeiter und dergleichen. Er hat da eine muntere Feder geführt, damit wurden die DEFA-Leute aufmerksam und zogen ihn dann über so ein Zwischenstadium. Er hat ja dann auch eine Zeit lang dramaturgischer Assistent, war Assistent und hat da alles Mögliche mitgemacht. Und er war ein munterer Diskutierer in diesen Runden und so wuchs er dann allmählich sozusagen in den Kinobetrieb rein, ganz praktisch, aber eben auch in Form von eigenen Arbeiten. Und er hätte sich auch zum Dramaturgen entwickeln können, aber seine Neigung und seine Begabung ging in eine andere Richtung durch szenaristische Arbeiten dann später. Aber der Anfang, die ersten Jahre, die Collage da hatte, sind vergleichbar mit Entwicklungen anderer junger Dramaturgen. Da waren auch Leute dabei, die Literaturwissenschaft studiert haben, aber immer eben keine Literaturwissenschaft, wie wir sie heute kennen, sondern wie sie damals nochmal in dem kaputten Berlin oder in dem kaputten Leipzig unterrichtet wurden. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass für diese jungen Leute
in diesen Jahren es auch eine große Herausforderung war, die Literatur, diese klassische Literatur, die 12 Jahre lang in Deutschland nicht vorhanden war, jetzt aufzunehmen. Damit meine ich jetzt nicht nur Thomas Mann, sondern eben auch die Amerikaner und die großen Russen. Insofern war das ein Bildungsprozess, und diese jungen Leute, die da so allmählich in die dramaturgische Profession hineinwuchsen, haben natürlich aus diesen neuen Schätzen, die ihnen jetzt zur Verfügung standen, aus diesen neuen Schätzen haben sie natürlich auch sehr viel Anregungen und Kraft gezogen, vielleicht auch die eine oder andere Abgrenzung. Das ist schon ein sehr verschachtelter Prozess. Und das will ich auch noch sagen, es kam in diesen Jahren dann außer der Literatur ja auch Filme in das Berliner und Potsdamer Kino, die 12 Jahre lang nicht zu sehen waren. Die Franzosen, die Italiener, die Russen natürlich. Die Revolutionsfilme waren völlig unbekannt. Ich nenne mal bloß diese drei Kinematografien, die eine große Anziehungskraft auf junge Leute ausübten, die zum Kino wollten, die zum Film wollten. Also es ist ein komplizierter, aber doch sehr eindeutiger Prozess. Später dann gab es eine richtige professionelle Ausbildung, wurden Dramaturgen an der Babelsberger Hochschule ausgebildet. Auch an der Theaterschule in Leipzig wurden Dramaturgen ausgebildet, am Theaterwissenschaftlichen Institut Humboldt-Universität auch, aber immer nur 3-4 pro Studium, ja, das hielt sich sehr in Grenzen. Und nicht alle, die da ausgebildet wurden, sind dann zum Kino gegangen, viele sind auch in die Verlage gegangen und dann später natürlich zum Fernsehen. Vielen, vielen Dank, Herr Akte, wir müssen leider hier schließen. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für die interessanten Ausführungen.